Level 10, wenn ich das richtig sehe, erwartet uns. Bin gerade aufgestanden, also kann noch ein bisschen müde wirken. Dann also nicht wundern. Wenn ich gene, darf mitgegähnt werden. Dann habe irgendwas gehört gerade. Ah, den habe ich gehört. Ja, wieder der Schock gleich am Anfang. Wir kennen das immer. Habe ich keine. Ach, Guided 39, herrlich. Also wenn es schon so losgeht, dann ist es schon ganz übel. Ich hatte irgendwo Bomben. Wie ging das jetzt schon wieder? So, ne? Dann fliegt der da nämlich gleich rein. Das weiß ich noch natürlich. Da kann ich noch so lange Pausen machen zwischen meinen Aufnahmen. Das vergesse ich nie. Das ist ganz wichtig. Dann haben wir den gleich wieder weg, dann können wir gescheit loslegen. Wenn er halt immer gleich am Anfang eines Levels wartet, das ist ein ganz doofer Start. Man möchte ja eigentlich gern direkt loslegen. Und dann muss man hier immer so einen kleinen Scheiß machen und diesen Ziefbot erstmal aus dem Weg räumen. Mit ganz viel Geduld und Spucke und Bomben. Aber der hält ja nicht viel aus. Er hält schon viel aus, aber er ist halt ziemlich dumm, von daher. Ist das relativ? Ja. Warten wir noch kurz. Ich habe diesmal auf die Uhr geguckt. Also wenn ich die nicht vergesse, dann werden das immer so in etwa, oh geil, 15 Minuten Videos. Habe ich jetzt wieder vor, ein paar Mal zu machen. Vielleicht öfter als ein paar Mal. Weil es irgendwie ganz cool ist, dann wieder jeden Tag was zu gucken. Ah, das war's schon. Cool. Das war sehr schön. Tada! Immer eine kleine Spritze. Ich hätte meine Finanzspritze gesagt. Kleine Lebens- und Energiespritze. Direkt zu Beginn. Auch nicht schlecht. So, jetzt kann ich, wenn ich ganz cool sein will. Wo war das Moment mit K, ne? Yes! Mann, bin ich cool. So viel Shield. So. Hier scheint nicht viel zu sein. Nur viel Show und Wirbel um nix. Das bedeutet, dass da jemand wartet. Ist das jemand oder ist das eine Rakete? Oder ist das wieder nur irgendwie Wandzierde und oder eine Rakete? Eine Rakete. Warten wir es ab. Wir werden es rausfinden. Es ist. Oh, das ist ein neuer Gegner, oder? Der sieht mir neu aus. Das erste Mal, dass ich lade, ich glaube nicht. Ich glaube zumindest, dass es das erste Mal ist in diesem Video. So, den machen wir von hier weitem Blatt. So ein kleiner Reaktor, wie mir scheint. Ein Mini-Reaktor. Ein mobiler Reaktor, der nicht viel aushält. Stimmt, ich glaube, der wurde vorgestellt, aber ich mache diese Vorstellung ja immer dann im vorigen Video, sodass ich die dann ganz schnell wieder vergesse. Dann habe ich auch nicht zu sehr Angst vor den neuen Gegnern. Ja, der lebt noch. Jetzt lebt er nicht mehr. Der hält echt nicht viel aus. Der ist echt nur mehr Show als sonst irgendwas. Jetzt habe ich wieder zwei Wege oder eine Wegeabelung. Ich hätte lieber einen Löffel. Müsli jetzt. Frühstück. Ja, ich mache mir gleich ein paar Hamburger. Ach was. Dich hol mir raus. Und dann sagen wir dir, dass du verschwinden sollst. Vergessen. Ach, der macht es von selber. Na gut, lassen wir ihn den blauen Key finden. Der fliegt dann nämlich da rum. Dann fliege ich dem gerade hinterher. Ich glaube, ich bin irgendwie falsch. Zack. Stimmt, ich hatte eine neue Waffe bekommen. In einem der letzten Videos. Ich glaube, im letzten. Es ging ja auch ganze 52 Minuten. Also es war bestimmt da. Und das war die hier. Sobald ich ein bisschen mehr guided habe, will ich die auch mal öfter verwenden. Dann habe ich nämlich immer noch was in petto. Aber es kann gar nicht angehen, wie es gerade aussieht. 40 guided. Das ist ja mehr als traurig. Der soll nicht zu mir zurückkommen, dieser guided Typ. Ich kann irgendwie sehr schlecht zielen mit Laser. Oh, was ist das denn? Was war das? Der hat mir nichts getan, ne? Der war jetzt irgendwie sehr harmlos, aber er war furchterregend. Ach, ich glaube, das war dieser Energieklauer, ne? Aber ich glaube, der hat mir nichts abgezogen. Ich war wohl noch
schnell genug im Mischwehren. Ah, du auch noch? Ach, ich mag die nicht. Eigentlich sind die ja dankbare Gegner, aber die irgendwie gerade kriegen sie mich auf. So, jetzt reicht's mir. Moment. Moment, Moment. Ich muss wieder gucken. Ja, ich vergesse es immer wieder. Guide-Bot-Menü, Shift F4. Stay away from me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Weg mit dir. Verlasse er mich. Was? Jetzt habe ich natürlich gerade wieder gespeichert. Ich liebe es. Wo war der denn jetzt? Ah, das ist der. Den haben wir doch eben auch schon gesehen. Der Energieklauer. Ohne Guided ist es echt alles nicht so toll. Aber er gibt auch ein bisschen Energie, wenn er stirbt. Als hätte ich es erwartet. Tu mal ein bisschen. Aha. Shield ist immer noch am wichtigsten. Da ist es Super Energy, Super Laser. Und natürlich wieder Lava. Wir sind ja noch in der Lava-Welt. Eigentlich kann man ja ganz froh sein, dass die Lava-Welt jetzt schon kommt. Oder die vier Level in dem Lava-System. Denn wenn die erst später kämen, dann werden die ja noch schlimmer. Wir sind ja jetzt erst im 10. Level von ungefähr 30. Ich weiß nicht mehr genau, ob es genau 30 war. 24 plus 6 Secret, glaube ich. Dann kommt das doch wieder hin. Gut, was haben wir hier? Wir haben irgendwie wieder gar nichts. Eine Tür haben wir und da waren wir schon drin. Okay, gehen wir unten rum. Gehen unten rum. Da, scheiß Lava. Da brutzelt's am Unterstübchen. Das ist gar kein Gegner. Das ist ein Gegner. Überall Gegners und Nicht-Gegners. Das verwirrt ja völlig. So, nochmal. Komm nochmal. Der ist sehr dumm. Fließende Lava. Selten was Schöneres gesehen. Das mag besonders die Aufnahmesoftware immer. Das weiß ich doch. Schön rot. Aber immerhin merke ich gerade kein spürbares Ruckeln. Bin ja auch nicht so blöd und nehme 30 oder 60 Frames die Sekunde auf. Immer schön auf 25 bleiben, das mag YouTube. Aber genug davon. Trifft der mich? 178? Es wird manchmal so rot. Aber eigentlich ist ja eh alles. Ach, deswegen, weil da noch einer ist. Der ist nämlich schon ein bisschen gefährlicher. Der schießt mit Raketen. Unser neuer Mini-Hulk. Ich hätte fast Lust. Wo habe ich geguided? Habe ich ausgewählt. Gut. Speichern. Ja, das war natürlich ganz groß. Ich muss da durch die DSD bekommen. Lalalala. Ha, geil. Das mache ich dann lieber so. Speichern. Ich könnte es natürlich anders machen, aber das ist ganz angenehm. Und ja, die Mercurys, die ich nicht so mag, die sollen ja stärker sein als die hier, was ich ja nicht ganz glaube. Aber das merke ich mir mal. Extra Leben. Und mit diesen Guided kann ich auch geile Schalter aktivieren, an die ich nicht rankomme sonst. Das muss ich mir auch merken. Da habe ich schon deswegen einige Secrets verpasst in den vorigen Leveln. Mal sehen, ob ich das noch gebrauchen kann, dieses Wissen. Auf jeden Fall brauche ich jetzt erstmal einen Energieschunter und irgendwann mal. Moment. Ich habe bei Guided geguckt mit. Vorhin mit. Gauss. Ich habe Gauss mit Guided weg. Ey, wie lange habe ich nicht mehr gespielt? Das ist ja traurig. Ja, gut, aber ich habe trotzdem nicht viel Gauss. Und das muss ich noch ändern. Unbedingt ändern. Sterb jetzt einfach mal, bitte. Und haben wir Ruhe. Von da bin ich gekommen, oder? Ja. Ich komme immer so langsam voran, das ist irgendwann nervig. Dafür sorgfältig. Das ist wieder so eine Mine. Eine Hantelmine. Lavafälle. Wie romantisch. Ah, kann man einfach hier durchgehen. Das erinnert so ein bisschen an Level 26 oder was das war in Descent 1. Dieses Horror-Level. Da ist auf jeden Fall ein Alter, und ich wurde getroffen. Es wird wohl irgendwann mal Zeit, einen neuen Stand zu machen.
bevor irgendwas noch hier passiert. So, was macht das? Door unlocked. Ja, fragt mich nicht. Ich hab's mal wieder vergessen, was zeitlich begrenzt ist. Und was für immer bleibt. Ich kümmere mich darum, wenn ich mal wieder mehrere Level hintereinander aufnehme und dann merke ich mir das. Mal sehen, ob das irgendwann wieder vorkommt. Sollte es eigentlich. Eigentlich habe ich es immer wieder vor. Und deswegen ist er jetzt nicht so demotivierend wie Renegade zum Beispiel. Wo man es keinem Mensch zumuten kann, länger als eine Stunde am Stück aufzunehmen. Sonst wird man des LPs müde. Auf jeden Fall. Wow. Endlich mal ausgewischen. Aber ich habe auch vor, Renegade fertig zu machen. Wahrscheinlich mit ein bisschen mehr Offscreen spielen, damit ich nicht so viel Scheiße in der Aufnahme habe. Damit man das Level gerade nicht noch zum 100. Mal sehen muss, wo ich gerade bin. Was ist hier denn los? Nicht zu lange verweilen, das macht nur die Dateigröße groß. Immer schön Prioritäten setzen bei einem Let's Play. Ja, die kleinen roten. Boah, wie der abgedüst ist wieder. Meister im Ausweichen. Ich will nicht mit dieser Waffe. Ich muss aber, ich habe keine Gauss. Also sehr beschissen. Was geht hier eigentlich vor? Wie mache ich das denn? Ich muss die Gauss benutzen, ich habe keine Wahl. Einmal reinhalten. Hat mich zwar jetzt einiges gekostet, aber es geht halt nicht anders. Die Kleinen sind halt schlimmer als Große. Zumindest wenn sie in Scharen auftreten. Eieieiei. Das kitzelt, Mann. Ich bin kitzelig. Besonders im Gesicht. Weg mit euch. Deswegen kann ich auch nie meinen Bart wachsen lassen, das lache ich den ganzen Tag. Das ist überhaupt nicht gut. Ja, was ist das denn jetzt für ein Möchtegern-Geheimgang? Als ob den niemand entdecken würde. Gehen wir erst da lang. Weiche einfach mal gar nicht aus. Weil die Wand sich da so bequem anfühlt, bleib an ihr hängen. Und dann kann man kuscheln mit der Wand. Komm her, du Spacko. Von denen haben wir nicht viele gesehen bisher in diesem Level, oder? Von diesen doofen Grauen. Hat er mich erwischt? Ja, erwischt mich. Gut, dann weiß ich jetzt endlich, was sie tun. Nämlich gar nichts, nur mehr Energie abziehen. Ich dachte, die machen noch irgendwie so geile visuelle Effekte rein. Aber das war wohl zu viel erwartet. Wo kam denn jetzt der eine her, ne? Der kam noch da nicht raus. Boah. Ich hab's gar nicht weggekriegt, aber ich wurde getroffen. So. Komm einfach mal raus, bitte. Dann können wir das klären, wie Männer. Anscheinend ist es eine Frau. Du Mädchen, du. Gut, put. Ja, komm, Baby. Das erinnert schon ein bisschen sehr an Descent 1, weil ich da auch immer nur mit Laser kämpfen musste. Oder hauptsächlich. Ich dachte, das wäre vorbei mit der Gauss. Solche Geschichten. Solche langwierigen, schwierigen Situationen. Dumm ist der. Er kommt immer wieder hoch. Ideal. So, langsam wird die Energie echt knapp. Ich brauche einen fucking Energiesender. Ich hätte den Guidebot mal fragen sollen. Aber eigentlich will ich mit dem ja nichts zu tun haben. Alter, willst du jetzt echt mich zwingen, da eine Guide reinzuschicken? Dankeschön. So, jetzt weiß ich echt... Ich glaube, ich fliege einfach mal kamikaze-mäßig da durch. Oh, Kiri! Und suche erstmal... Ein... Hier ist ja gar nichts. Was ist das für ein Dreck?
könnte ich mich echt jetzt hier aufhalten und Zeit vergeuden und gar nicht weiterkommen. Na gut, da muss ich Schalter drücken oder so. Ich werde jetzt aber erstmal das Energiecenter suchen. Wo bist du? Da fliegt er vorbei. Also muss ich da rein. Ich könnte mir aber... Ja, das kann ich vielleicht auch liegen lassen. Für später. Bomben, leider die falschen. Ich habe die anderen verbraucht beim Ziehfort am Anfang. So. Wo ist der Guy? Ach, das ist auch noch ein Spawner. Herrlich. Ja, wo ist denn der Guy hin? Da. Und dann geht's hier runter. Ah, gut. Ja, bis hierhin werde ich kommen. Sehr schön, dann kann ich mich wieder auffüllen. Dann weiß ich das auch. Dann kann ich dem jetzt wieder sagen, dass ich verpissen soll. Und dann sind wir alle glücklich. Du sollst dich verpissen, Mann. Zack. Proximities. Dieser scheiß Spawner, ne? Der ist irgendwie sehr langsam, möchte ich meinen. Wenn die ein bisschen schneller wären, wären die sehr furchteinflößender. Aber man hat ja noch ewig Zeit, sich da irgendwie zu reorganisieren. Sodass einem gar nichts passiert. Da muss man schon sehr langsam sein. Jetzt frage ich mich, wann spawnt das Ding? Oder löse ich das gerade mal wieder 1000 Mal hintereinander aus? Das wäre ziemlich bescheiden. Ich denke mir aber mal, es geht erst los, wenn ich im Energiecenter bin. Doofe Bombe, verpiss dich. Kann man die nicht irgendwie wegschieben? Bei Binding of Isaac kann man diese Kacke wegschieben, aber ich spiele das ja nicht. Aber ich gucke mir manchmal Videos dazu an, was doch ganz witzig sein kann. Nein, ich werde es nicht spielen, denn ich glaube, es geht nur über Steam und ich habe kein Steam. Ich werde nur kein Origin holen oder so ein Quark. Aber ein DOS-Computer könnte ich mir vielleicht mal wieder zulegen. Denn im Moment habe ich gar keinen. Das ist erschreckend, muss ich zugeben. Ja, das ist schlecht. Wie kann ich nur ohne DOS-Computer leben? Zack. Lalalalala. Jetzt habe ich ganz vergessen auf die Uhr zu gucken. Ich sehe, dass wir uns gleich wiedersehen.